Hallo, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesem kleinen Mini-Rant. Und zwar habe ich eine Problematik festgestellt, vor einer Woche, glaube ich, schon. Ich kommentiere immer eure Kommentare, ne? Das wisst ihr, das ist sowas, was ich mir mal aufs Schild geschrieben habe, ja? Und das ist mir ganz wichtig, dass ich eure Kommentare kommentiere. Jetzt habe ich heute wieder angefangen, hier, vor 14 Stunden. Hier habe ich, nicht vor 14 Stunden, vor einer Stunde, wo ist es denn? Hier. Das war jetzt der Kommentar, ich habe jetzt eine Stunde lang Kommentare kommentiert und habe eben diese Kommentare alle kommentiert, dass ihr das mal ganz kurz seht. Es sind schon, es sind einige, also so 100 bis 200 Stück sind es, die ich jetzt abgehasselt habe, ja. Und letzte Woche habe ich festgestellt, dass, ich lade jetzt mal kurz für euch neu, ne, so, dass manchmal Antworten von mir nicht durchgehen und das ist ultra nervig, zum Glück nicht viele, also ich gehe jetzt hier einfach mal Stück für Stück mit euch zusammen durch. Ich glaube, es sind jetzt auf, ich sag mal, 150 Kommentare, die wir jetzt hier haben, sind es zwei oder drei, wo meine Antwort verschwindet. Also ich hatte jetzt schon den Fall, dass ich 3, 4, 5 Mal meine Antwort schreiben musste. Dann drücke ich auf F5, hier zum Beispiel, und dann ist sie wieder weg. Ja? Ich gucke natürlich nur den Bubbler, naja, nicht ganz, da wäre noch Forti und ein paar Let's Player, blablabla. So, darauf habe ich jetzt schon zig Mal geantwortet und meine Antwort kommt einfach nicht durch. Es ist ultra nervig. Aber wir gucken jetzt mal, ob das halt live geht. Vielen Dank, Bro. Freut mich, dass ich so weit oben stehe. Kuss, zack, zack. So. By the way, Vorsicht, Jan, rutscht nicht über meine Schleimspur aus. Da habe ich jetzt eben zum dritten oder vierten Mal geschrieben, oh no, ich habe etwas Schleim, etwas von dem Schleim in den Mund bekommen. Bin ich druff. Ja, so. Und dann gehe ich auf Antworten. Und jetzt steht die Antwort auch hier. Jetzt hoffen wir mal, dass sie jetzt endlich übernommen wird. Es ist wirklich, also ich könnte auch einfach auf F5 drücken. Das Dumme ist nur, immer wenn die Seite neu lädt, muss ich die ganzen Kommentare neu laden. Ne? Es geht immer nur bis, ja genau, bis hier. Und dann muss ich halt wieder neu laden, bis wir wieder soweit sind. Ist ein bisschen krepelig, aber da kann man halt nichts machen. Ihr seht, manche Kommentare oder manche Antworten sind sehr kurz gehalten, je nachdem halt, wie ihr antwortet. Ne? Also manchmal reicht dann hier, ach nee, ja. Und wenn jemand aber irgendwas fragt, dann bin ich auch ausführlicher. Und das nervt wie die Sau, wenn gerade eine sehr ausführliche Antwort auf einmal weg ist oder halt nicht mehr da ist. Guck mal da! Guck mal, wenn ich jetzt drauf gehe auf das Ding, die Antwort ist einfach nicht da. Was ist hier los? Ich antworte jetzt mal hier, vielleicht wird es hier über... Ah, ich hätte es kopieren sollen. Ah! So, ich kopiere es jetzt erstmal für alle Fälle. Okay, Antworten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Spam erkennt oder so und sagt, du machst irgendwie Spam oder so. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt aktualisiere ich hier. Wäre aber ausdauerkrebelig, wenn ich dann dafür immer unter das Video müsste, weil ich halt dann immer das Video laden muss. Ach, guck mal hier. Ja, Musik ist halt... das kam eben frisch rein, eine Antwort auf eine Antwort. Die sehe ich halt ganz selten. Also nur noch mal kurz die Kommentare zu erklären. Wenn ihr jetzt, wenn Andreas diesen Kommentar jetzt neu geschrieben hätte unter das Video, ne, dann würde er hier ganz oben stehen. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich was sehe, schreibt es ganz hier oben hin. Also nicht schreibt es ganz hier oben hin, schreibt das einfach als neuen Kommentar. Dann ist es immer hier oben drauf auf den Stack, ne? Es kommt immer oben drauf. Es ärgert mich halt schon sehr, dass meine Zeit, die ich hier dann verbringe, praktisch verpufft bei manchen. Also zum Glück nur sehr, sehr gering. Klar, es ist jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem, dann, genau beim richtigen fehlt es dann. Wenn jemand ganz frisch auf dem Kanal ist und sich auf eine Antwort freut, da wird dann meine Antwort ums Verrecken nicht gepostet. Sowas nervt halt. Also jetzt der Kollege da unten ist nicht neu, das weiß ich. Aber ne, ihr wisst doch, ob ich hinaus will. Boom, Antwort. Und ich hoffe, dass die Antwort durchgeht. Ich finde nicht. What the F? I can't find him. What the F? Schleim. Da, guck mal, jetzt ist es drin. Na also, es geht doch. So, aber er war nicht der Einzige. Es waren noch zwei andere. Ich habe mir es halt jetzt extra für euch aufgehoben, ne, dass ihr das seht. Da, guck mal, ja. So, Popo-Pirat. Der gute alte Popo-Pirat. Ich weiß es schon gar nicht, was ich jetzt speziell bei ihm geantwortet habe. Ich glaube, da habe ich sowas geschrieben wie und ich stehe nicht auf der Liste. Und dann halt danke für die Info. Also es gibt halt Dinge, da kann ich nicht allzu viel antworten. Ne? Wenn ihr mir aufzählt, wenn ihr die Frage einfach beantwortet, schreibe ich natürlich keinen Roman darauf hin. Aber sofern ihr irgendwelche Fragen stellt wiederum, dann kommt natürlich von mir auch gerne mal ein sehr umfassender Kommentar. Ja? Also da nehme ich mir auf jeden Fall Zeit. So, pass auf, ich hoffe, dass das jetzt gleich drin ist. Ne? Danke für die Info. Und dann gab es noch eine Person, bei der es nicht durchging. Hier, guck mal, Fuhai, wie er voll abgegangen ist hier. Er hat richtig viel geschrieben und meine Antwort war auch wirklich schön. Und jetzt, zack. Oh, damn. Wie er einfach abhaut, wenn ich zum Popoloch werde. Frechheit. Voll abgehoben.
von dir. So, sowas habe ich, glaube ich, geschrieben. Und dann, weil ich nicht Rocket League schauen will, dann nur die anderen. Ayo, wie er nicht bei mir in Rocket League schaut. Dabei bin ich doch so gut. Kupferface. So, Antworten. Ich habe es mal kopiert für alle Fälle. Und dann war, glaube ich, noch eine Person dabei, bei der es auch nicht ging. Wie gesagt, 3-4 Leute auf 200 Kommentare ist ja jetzt nicht ultra tragisch. Aber es nervt mich trotzdem, weil ich mitunter halt auch mal sehr, sehr viel und lange und ausführlich antworte und dann ist genau der Kommentar nicht da. Und sowas wie Job ist dann nicht am Start. Ist dann am Start, meine ich. Ne? Das ist dann halt haarig. Clickbait, sagt er. Clickbait! Clickbait! Guck mal, wie lange das her ist. Das habe ich sogar, es ist mir sogar noch gar nicht aufgefallen. Das war aus meiner letzten Antwort-Session von gestern. Na, das hier. Lächerlich! Richtig geiles Video. Vielen Dank, Bre. Kussmund natürlich, ja. Polak kriegt immer einen Kussmund. Ah, dann lern doch mal die Dinger gescheit zu schmeißen. Wahrscheinlich würde es jetzt noch mehr geben, wenn ich weiter runter gehe und suche, weil ich letztes Mal nicht mehr überprüft habe. Da habe ich es ja erst festgestellt. Da, guck mal hier, da. Na, guck, solche Kommentare gibt es von mir natürlich auch. Also so längere Dinger, wenn eben was gefragt wird. Ja? Aber wenn jemand einfach nur schreibt, cooles Video, dann sage ich Dankeschön. Ganz klar. Also als Mini-Info an euch halt einfach, ne, dass ihr Bescheid wisst, wenn ich mal nicht antworten sollte, dann liegt es bestimmt nicht an mir, weil ich sehr, sehr genau durchgehe und gucke. Ne? Außer bei Antworten auf Antworten. Das hier sehe ich jetzt zwar, weil ich mich hier gerade bewege, aber wenn jetzt hier unten jemand antwortet, ne, also ich muss jetzt nicht runterscrollen, ihr wisst, was ich meine. Wenn ganz unten jemand antwortet, dann ist es halt nicht hier oben. Und das bekomme ich dann eher weniger mit. Jetzt ist gleich Livestream, ja. Vielen, vielen Dank an meine beiden Ultra-Hardcore-Boys, Minerswin und Christian D. Seit 6 Monaten Mitglied und seit 4 Monaten Mitglied. Das ist wie ein Twitch-Abonnement, halt nur auf YouTube. Vielen, vielen Dank an euch zwei. Ihr seid der Homie. Und an alle, die eben gehört haben, Twitch, war da heute nicht was? Ja. Freitag Livestream, 22 Uhr. Kommt dazu. Ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Video mache. Eigentlich hatte ich es vor. Aber ich wollte erstmal Kommentare kommentieren. Dann ist mir die Kacke nochmal in den Sinn gekommen. Ne? Ja. Also vielen Dank an euch beide. Und generell an alle. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich mal einen Kommentar von euch halt nicht beantworte. Es ist sicherlich nicht gewollt, ne, dass ich den durchlesen mir sage, den beantworte ich jetzt nicht. Also auch wenn was Negatives ist. Ich bin immer am Start. Ich kommentiere wirklich immer die Kommentare. Da, das freut mich. Nice. Auch wenn einem das Spiel nicht gefällt, ich denke, die Videos sind mitunter, vor allem die Macht-Spaß-Videos, ganz klar. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, nicht nach dem Spiel zu schauen, sondern schaut einfach in das Video rein, wenn ein neues Macht-Spaß kommt, egal was es ist. Ich denke, da kann ich dann mit der Unterhaltung trumpfen. Da ist es völlig Bums, was es für ein Spiel ist. Jetzt hier bei dem Video von gestern, das war ja jetzt speziell ein Update-Info-Video zu Apex, klar. Da sind natürlich Leute, die Apex gar nicht spielen, raus. Ne? Das ist mir vollkommen klar. Darum dachte ich gestern auch, ich schreibe einfach nur lecker Update rein. Ne? Komm, was soll's. Wenn ich Apex dazu schreibe, dann... ja, immerhin war der Anfang ganz lustig. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ab und an muss man halt auch so ein bisschen tricksen. Aber ab und an gönne ich mir halt auch so einen kleinen Scherz hier, Ricardo. Das habe ich übrigens während dem Edit gefunden, dieses Bild. Und dachte mir, hey, wisst ihr was? Das nehme ich auch einfach als Thumbnail. Das sieht doch super aus. Lecky! Okay, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr da wart. Daumen, Kommentare, Pipapo, also vor allem eben Kommentare. Ihr seht, es lohnt sich. Wir sehen uns dann gleich im Livestream, beziehungsweise was heißt gleich? Ich glaube, das Video kommt jetzt mittags. Aber wir sehen uns dann heute Abend um 22 Uhr im Livestream. Gruß und Kuss. Muah, muah.